Hallo Leute, mein Name ist Aberog und wir spielen heute Jailbreak. Das ist ein Spiel, wo man entweder Polizist oder Häftling sein kann und ich habe mich dazu entschieden, hier mein Häftling zu sein. Und ich stehe hier gerade in meiner Zelle und ich gehe hier jetzt mal raus. So, ich bin hier direkt im Gefängnis gestartet. Hier sind überall Zellen und ich folge jetzt mal den Pfeilen. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich habe mir auch schon ein paar Münzen erspielt und die Aufgabe ist es hier so, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich zeige euch das mal kurz. Hier gibt es dann so einen Raum, da kann man gemeinsam mit seinen Häftlingskollegen was essen oder was trinken. Das habe ich noch nicht gemacht. Und hier ist so eine Liste der Top-Kriminellen. Weil was man machen muss ist, wenn man aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, dann kann man nämlich noch Geschäfte überfallen und dafür kriegt man dann Geld. Und von dem Geld kann man sich neue Fahrzeuge oder Waffen kaufen. Und die Polizisten, die müssen einen jagen, sobald man aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und die kriegen dafür Geld. Und die kriegen nämlich Kopfgelder, also die kriegen das Kopfgeld bezahlt. Und für jedes Mal, wenn man Ärger macht, dann erhöht sich das Kopfgeld. Und das hier sind jetzt die besten, die Spieler mit dem meisten Kopfgeld gewesen. So, ich gehe jetzt mal aus dem Gefängnis raus. Da gibt es ja noch so einen Hof. Hier ist auch schön die amerikanische Flagge. Und dann kann man hier zum Beispiel ein bisschen Sport machen. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Und hier war zum Beispiel jetzt das Trampolin. Da habe ich mich natürlich schön lang gelegt. Und dann kann man mit seinen Leuten hier abhängen. Ich möchte jetzt aber mal hier aus dem Gefängnis ausbrechen. Und das hier ist das Polizeigebäude. Da spawnen die Polizisten. Und ich stelle mich die jetzt einfach mal hin. Dann muss man einfach E gedrückt halten. Und zack, dann landet man in der Kanalisation. So einfach kann man hier ausbrechen aus dem Gefängnis. Das kann sein, dass hier jetzt schon Polizisten auf uns warten. Aber es sieht noch nicht so aus. Und dann gibt es hier immer so Treppen an der Seite. Da kann man hochklettern. Und dann ist man ausgebrochen. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Hier geht es links und rechts, geht es überall weiter. Meine Lieblingstreppe ist hier hinten rechts gleich, ganz am Ende. Dann spawnt man nämlich so ein bisschen, oder ist man so ein bisschen abseits, ist man so ein bisschen weiter vom Geschehen weg. Dann erwischen einen die Polizisten nicht so schnell. Da waren wir gerade drin in dem Gefängnis. Und jetzt steht hier ein Auto und ich versuche jetzt mal in das Auto einzusteigen. Und jetzt bin ich hier Fahrer von dem Auto. Da kommt jetzt ein Kollege an, ich warte mal. So, ich weiß nicht, wie ich das aufmache. Okay. Na, funktioniert nicht. Okay, dann haben die leider ein bisschen Pech gehabt. Dann hauen wir mal alleine ab. So. Jetzt gibt es hier diese Straße und wenn man dieser Straße folgt, dann landet man in einer Stadt und da fahre ich jetzt mal hin, da kann man nämlich ein bisschen Ärger machen und darum geht's doch hier in diesem Spiel. So, jetzt sind wir hier in dieser Stadt angekommen und dann gucken wir einfach mal, was man hier jetzt so tolle Sachen machen kann. Hier gibt es einen Control Tower und da steht ein Helikopter. Ich guck mal, ob ich in den Helikopter einsteigen kann und hier ist auch überall Alarm. Ich glaube, die brechen hier gerade ein. Oh, vielleicht machen wir mit. Wir machen mit. Da muss er einfach hier... Ah, nee. Geht leider nicht mehr. Geht leider nicht mehr. Wir sind schon an der Gänge. Ich guck mal, ob ich den einfach mal einen Helikopter klauen kann. Ja. Ich habe den jetzt den Helikopter geklaut und hau damit jetzt ab. Da sieht man auch. Guck mal, da sieht man die ganzen Laserstrahlen und so. Und die brechen da gerade in so ein Gebäude ein. Coole Sache auf jeden Fall. Aber wir hauen jetzt erstmal damit ab. So, dann fliegen wir mal hier zu unserer Base. Also... Als Krimineller. Ich bin jetzt ja mittlerweile ein Krimineller. Ich bin ja ausgebrochen aus dem Gefängnis. Deswegen wird man ja, dann kann man ja kein Häftling mehr sein, wenn man nicht mehr im Gefängnis ist. Und deswegen habe ich jetzt den Titel Krimineller. Und das hier ist eine von den kriminellen ja, Zentralen, wo man sich versorgen kann. Ich bin erstmal mit unserem geklauten Helikopter in einer Basis gelandet. Und dann kann man sich hier so coole Sachen holen. Da kann man einfach mal drauf drücken. Klicken. Okay, und das kostet dann hier Robux. Also das sind hier die super Ausrüstungsgegenstände, aber man kann sich auch kostenlose holen, wie zum Beispiel hier diese Shotgun hier. Die habe ich jetzt mal ausgewählt. Und damit können wir gleich ein bisschen auf Tour gehen. Hier gibt es die dann auch nochmal. Und hier kann ich mir auch eine Pistole holen. Dann hole ich mir auch nochmal eine Pistole. So, und dann kann ich auch hier meine Klamotten loswerden. So, jetzt habe ich hier wieder den coolen Aberox-Skin am Start. Wie gefällt euch der eigentlich? Meint ihr, ich soll mir mal einen neuen machen? Soll ich mal im Katalog so ein bisschen einkaufen gehen? Oder findet ihr mein Auftreten cool? Das ist jetzt die Basis gewesen. Und ich nehme jetzt mal ein Auto. So, ich steige da mal ein. Und dann gucken wir mal, was wir so machen können. Was ich weiß ist, man kann hier anscheinend auch irgendwie Züge entführen oder Züge ausrauben. Machen wir gleich vielleicht auch nochmal. Als erstes möchte ich jetzt mal so einen kleinen Überfall mit euch machen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes überfallen können. Oder als erstes. Oh, da steht jemand. Der wartet anscheinend auf einen Zug. Dann mache ich das auch mal. Ich stelle mich ja auch mal mit hin. Und dann gucken wir mal, ob wir gemeinsam, ja, auf den Zug springen können. Ich stell mein Auto vielleicht mal ein bisschen besser hin. Dann kann ich mich aufs Auto stellen. Wisst ihr, was schlauer ist? Ich glaube, ich stelle mich mal da hinten auf die Brücke drauf. Dann kann ich direkt von der Brücke aus auf den Zug springen. Ich hoffe, dass er jetzt in der Zeit nicht kommt. Das wäre echt ärgerlich. So, dann stelle ich mich mal hier hin. Dann, warte, Moment, so, dann kann ich da gleich so rauffallen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich weiß jetzt leider nicht, von welcher Richtung der kommt. Ich klappe das hier rechts mal ein, dann sehe ich das besser. Den sollte man ja vielleicht auch hören.
Von rechts kommt Polizei. Ich hoffe, die sieht mich jetzt nicht. Die sieht mich hoffentlich jetzt nicht, weil ich möchte jetzt eigentlich auf den Zug springen. Der Zug, man hört ihn immer. Nein! Ich stehe auf der falschen Seite. Nein! Oh, ich muss schnell weiter. Schnell weiter, schnell weiter. Nein! Oh, jetzt ist die Polizei da auch noch. Nein, nein, Leute. Nein, schaff ich das? Oh, ich hab's geschafft. Nee. Nein. 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 Umsonst gewartet. Schnell einsteigen und hinterher. Aber da ist die Polizei. Ich hau einfach vor der Polizei. Aber ich fahre den Zug so hinterher. Das kriege ich hin. Für euch mache ich das. Oh. Wir fahren hinterher. Wir schaffen das. Wir holen uns den Zug. Wir holen uns den. Bisschen hier die Kurve schneiden. Dann macht man ein bisschen was gut. So. Oha. Nein. 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 Nein, nicht geschafft. Oh nein. Jetzt kommt da auch noch die Polizei. Oh, ich muss schnell weiterfahren. Was hat die Polizei denn vor? Will die mich angreifen? Will die mich festnehmen? Ich fahre dem Zug hinterher. Vollspeed, Vollspeed. Oh nein. 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 Das war's. So, jetzt müssen wir kämpfen. Ich will das Auto haben. Gib mir dein Auto! Gib mir dein Auto! So, ich habe die Polizei jetzt leider erledigt, weil ich das Auto brauche. Und das ist ja kaputt. Und ich hole mir hier eine Karte. So, das Fahrzeug ist was? Oh Mann, ich hoffe, ich krieg den Zug noch. Ich hoffe, ich krieg den noch. Oh, das Auto ist viel besser. Das ist besser. Wir müssen uns jetzt beeilen. So, oh, kann man hier lang? Nee, man kann da nicht lang. Der Zug ist weg, Leute. Der Zug ist weg. Oh, tut mir leid. Und jetzt geht's hier auf den Berg rauf. Und dann campe ich hier einfach, Leute. Hoffentlich kommt der Zug jetzt nicht. So. Ich bleibe hier oben. Und wenn der Zug kommt, dann springe ich da runter. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Oh, der Zug kommt von vorne. So, dann gebe ich jetzt mir jetzt Mühe, da auf dem Zug zu landen. Oh, drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. Und zack. Was ist das? Ich komme da nicht drauf. Was ist das? Das ist Verarsche. Ah, ich habe es geschafft. Oh, schnell hinlegen, schnell hinlegen. Oh, ich bin auf dem Zug, Leute. Ich bin auf dem Zug, ich hab's geschafft. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Ich muss hier in diesem roten Waggon rein. Stehe jetzt auf und versuche da reinzugehen. So, E drücken. Und geschafft. So, jetzt muss ich hier den Tresor knacken. Ja! Jetzt, das ist mein Schatz, Leute, mein Schatz. So, jetzt muss ich mich hier hinstellen, dann habe ich gleich 1500 Dollar verdient. So, 800, 900. So, dann müssen wir hier gleich wieder ausbrechen. Dafür muss ich dann hier die Tür an der Seite aufmachen und dann kann ich einfach nur, brauche ich einfach nur rausspringen. Und dann hat sich die Sache erledigt. So. Und jetzt muss ich einfach nur rausspringen. Hi! Geschafft. Toll, und jetzt bin ich easy wieder rauf. Okay, gut, unnötig. So, und jetzt kommt hier jemand. Oh, das sind auch böse. Auch Kriminelle. Jetzt muss ich laufen, weil das hier kostet 50.000 und ich habe nur 21.000. Aber wir gucken mal, wohin mich der Weg führt. So, ich glaube, das hier ist die Bank. Hier ist der Juwelier. Hier ist der Juwelier. Und hier den besuchen wir jetzt mal. So, Auto vernünftig hinstellen. Und dann mal gucken, was wir hier jetzt machen müssen. Hier steht ein X. Der hat auch geschlossen, okay. Ich weiß leider nicht, wie man da reinkommt. Aber die Leute stehen jetzt alle bei der Bank. Oh nein, jetzt müssen wir dann doch wieder zur Bank. Was, jetzt sind die alle bei der Bank. Schnell zur Bank. Ha, so. Nein. Ah. So, jetzt geht's los hier.
schnell runter hier. Und ich gehe hier lang. Kleinen Obby machen. So, und jetzt gleich kommen da Polizisten. Die... Hä? Das war ein Polizist. Oh nein, das war ein Polizist. Der ist gestorben und er hat mich verhaftet. Nein, nein. Da war ein kurzer Blick in... Oh, jetzt sind hier zwei neue. Oh, die haben eine Karte. Haben die eine Karte? Haben die eine Karte? Das wär's. Hat er eine Karte? Ja, er hat eine Karte. So, los geht's, Leute. Los geht's, Leute. Einbruch startet. So, was ist das hier jetzt? Oh, die... Die Bank kenne ich noch gar nicht. Weil das sind nämlich immer andere Banken, wo man einbrechen muss. Und dann gucken wir mal. Oh, die Polizei ist jetzt auch im Gebäude. Ich hol schon mal meine Shotgun raus. Bam, lo. So, wo ist die Polizei? Man darf sich nicht von der Polizei erwischen lassen. So, hier schnell reinstellen. Und abwarten. Ich hole schon mal die Shotgun raus. Oh, spannend, spannend, Leute. Vorhin war ja der David da. Der hat mich ja eiskalt abgezogen. So. Du kannst nach deiner Flucht Banken ausrauben, aber du brauchst eine Schlüsselkarte. Okay, wir haben ja jemanden, der eine Schlüsselkarte hatte. So. Ups, da konnte man gar nicht runter durch. So. Mal gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Ob wir einfach easy hier... Ob wir hier easy lang können. Ja, nice, okay. Ich hole schon mal die Pistole raus. Da warten doch bestimmt schon Polizisten auf uns. Nee. Ha. So, Leute, das war der Bankraub. Dann haben wir es auch geschafft. Schnell ins Auto und abhauen. Bevor die Polizei kommt. So, dann fahre ich auch mal, zeige ich euch mal eine andere Base, wo man hin kann. Hier ist eine Sprungchance sofort. Ich hoffe, ich erwische sie. Hui! Oh, schade. Im Wasser gelandet. Okay. Ich kletter mal eben kurz da oben. So, ich bin jetzt hier nach oben geklettert und jetzt sehen wir das vielleicht schon. Also hier links und da hinten rechts, das sind so Eingänge. Und das hier ist eine richtige Undercover-Basis für uns Kriminelle. Da können wir uns schön ausstatten. Ihr habt ja schon die andere gesehen. Aber die ist noch ein Ticken cooler. Okay, hier komme ich nicht rein. Hier hätte ich wahrscheinlich die Sprungchance benutzen müssen. Aber hier auf der anderen Seite war ja noch ein Schlitz. Und dann zeige ich dir euch mal, wie cool die ist. So, jetzt bin ich hier drin. Oh, da kam schon jemand raus. So, jetzt hier. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Was ist das denn bitte für eine Arena? Oh, der David ist auch da. Das ist übrigens ein Kumpel von mir. Und ich laufe jetzt mal hin zu dem Collector. Vielleicht kann ich hier was abgeben. Weil hier kann man nämlich immer was abgeben. Zum Beispiel, wenn man das Museum ausgeraubt hat, da kann man sich so Knochen mitnehmen. Und dann kann man die abgeben und dann kriegt man da Geld für. Und ja. Das hier ist die Basis. Ich zeige euch hier. Hier ist nochmal ein Collector. Hier kann man sich übrigens ein frisches Auto holen. Da hinten kann man sich ein Auto kaufen mit einem Maschinengewehr drauf. Hier kann man sich den Lamborghini holen. Dann kann man sich hier wieder umziehen und Pistolen holen. Ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben lassen. Kommentiert gerne das Video, ob ich meinen Skin ändern soll oder ob ich den so behalten soll. Wie ihr Jailbreak findet, ob ihr Jailbreak selber spielt. Und wenn ihr mich besonders unterstützen möchtet, könnt ihr das Video gerne in euren Klassengruppen teilen, in WhatsApp. Dann sehen eure Klassenkameraden auch die neuen Aberog-Videos. Und ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, das wäre es eigentlich, was ich jetzt noch so zu sagen hätte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.